Eventuell trage ich wieder eine Hose, die zwischen den Beinen ein großes Loch hat. Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem Video hier von mir. Ich dachte, ich vlogge heute mal ein ganz bisschen. Das wird, glaube ich, jetzt so ein mehrtägiger Vlog. Ich habe mir nämlich gerade beim Fertigmachen einen Vlog angeschaut. Dachte mir so, Alter, ich liebe Vlogs. Vor allem, glaube ich, in dieser Zeit ist es gerade einfach mega interessant, wie Leute so ihren Alltag gestalten. Ich versuche mich nämlich komplett eigentlich aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Also ich habe alles abgesagt, was abzuhören geht. Auch Mädelsabende und alles. Also der einzige Mensch, mit dem ich vielleicht Kontakt haben werde, ist Marcel. Und nächste Woche hat meine Schwester Geburtstag. Da werden wir vielleicht ein bisschen mit der Family sein. Aber ich muss mir das auch nochmal... Sorry, das Ganze wackelt hier. Aber ich muss mir das auch nochmal überlegen. Man gefährdet... Also indem man sich selbst ansteckt, gefährdet man ja auch andere Leute. Egal, das habt ihr alles schon gehört. Darum soll es jetzt ja nicht gehen, Leute. Ich habe gerade ein richtig lustiges TikTok hochgeladen. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Das habe ich auch in meinem Insta-Feed hochgeladen, weil ich so lustig fand. Ich habe mir jetzt gerade einen Lappen besorgt. Weil ich unsere Terrasse hier auf Vordermann bringen möchte. Ich schieße by the way nicht, das haben wir so geholt, falls Besuch da ist. Hier steht den ganzen Winter unbenutzt draußen. Und hier habe ich das Polster hingelegt. Ich dachte erst, ich kann vielleicht die Sachen waschen und das Innenfutter rausnehmen. Aber ihr seht schon, das ist so ein Stoff, der so zerfleddert, wenn man ihn rausnimmt. Deswegen ist es ein bisschen blöd. Genau. Das muss auch alles hier, das Unkraut gerupft werden und so. Der Grill stand einfach auch ohne Abdeckung die ganze Zeit draußen im Winter. Ah, ich muss da mal den Rost und so versuchen wegzumachen. Aber jetzt machen wir erstmal hier, damit ich hier vielleicht auch irgendwie mal draußen Video schneiden kann, draußen arbeiten kann und so auf diesem Ding. Und das gleiche werde ich auch auf der anderen Seite tun. Wir haben ja hier noch eine Terrasse, so eine lange, die geht so die ganze Wohnung lang. Und ja, da möchte ich die Möbel auch mal sauber machen, die ganzen Bezüge und so, weil... Ist auch dirty AF. Aber ich glaube, diese Seite ist tagsüber interessanter, weil da ist immer morgens Sonne und hier ist immer den ganzen Tag über Sonne bis spät abends. So, ich habe das jetzt mal hier auf die Seite gelegt zum Trocknen, weil hier gerade die meiste Sonne noch ist. Schubiner. Ich habe jetzt hier diese grünen Flecken, vielleicht könnt ihr mir da mal helfen, nicht abbekommen. Ich weiß auch echt gar nicht genau, was das ist. Ich glaube, das ist halt einfach so Blütenstaub mit allem und es geht irgendwie nicht richtig ab. Ich habe jetzt mal da ein bisschen versucht, das ist auf der Seite auch ein bisschen nasser und sonst... Es ist halt ein Gartenmöbelstück, dann ist es halt so. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Tipps, vielleicht irgendeinen Polsterreiniger oder so. Ich habe sowas auch zu Hause, ich will jetzt nur nicht irgendwie... Kann mir aber den Kommentar schreiben. Und ich glaube, ich werde jetzt mal so zwei, drei Fenster putzen. Also ich glaube, ich werde mich an diese Fenster hier tun, weil um ehrlich zu sein, seit wir hier eingezogen sind, wurden erst einmal hier die Fenster geputzt. Wir wohnen hier 2 Jahre. Deswegen, let's go. So, also Fensterputzen mit Glasreiniger-Spray und Ceva bringt nichts, aber mir ist gerade eingefallen, richtig dumm. Ich habe es noch nie benutzt. Ich habe mir ja mal vor... keine Ahnung, längere Zeit auf jeden Fall einen elektrischen Fensterreiniger geholt und den werde ich jetzt ausprobieren. Ich war gerade mit Scoops draußen und es ist mega lustig. Es sind einfach 2 Influencer. Sind einfach nach Berlin gezogen. Die wohnen in Berlin für die ganze Zeit. Sind umgezogen und die wohnen einfach in unserer Straße. Und ich habe das gesehen. Egal, die haben ein bisschen zu viel von der Aussicht gezeigt. Auf jeden Fall habe ich das deswegen gesehen. Das ist so lustig. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit mit denen geschrieben. Das ist so lustig einfach. Das war so ein krasser Zufall. Ich gucke so und dann denke ich mir so, hä, ist das nicht bei uns? Aber ich habe Gassi und habe so ein Bild geschickt. Ich so, ich stehe vor eurer Tür, so riesen Stalker. Also ich werde es jetzt putzen. Ich werde jetzt erstmal meine Hände waschen und desinfizieren. Es war gerade ein richtig komisches Erlebnis draußen. Und zwar, die Hunde spielen ja immer so voll oft miteinander. Und ich merke halt schon, dass Menschen sich so ein bisschen mehr aus dem Weg gehen. Finde ich halt auch ganz gut. Hat sich noch niemand gemeldet. Und ich bezweifle, dass es jetzt zu diesen Zeiten jemanden geben wird, der uns hier mithilft. Ey, das ist echt so bescheuert. Also, mir tun auch alle Leute irgendwie leid. Also wenn ich jetzt schwanger wäre, würde ich mir voll den Kopf machen. Und es tut mir einfach so leid für die Leute, die schwanger sind. Einfach weil ich Angst hätte, dass das Krankenhaussystem überlastet ist. Aber ich glaube, es gibt ja dann noch so die Möglichkeit, eine Hausgeburt zu machen und sowas. Normalerweise spielen ja Hunde immer miteinander und die Hunde checken ja eh gar nicht, was abgeht. Und dann haben Scoops und so ein anderer Hund haben so draußen gespielt. Und dann haben die sich so den Leinen verheddert. Und dann hat der Mann... Es war so schlimm, weil wir wollten irgendwie beide uns, normalerweise berührt man sich dabei irgendwie immer, und wir wollten uns aber beide nicht gegenseitig anfassen, sodass die Leinen sich so verdreht haben und dann sind wir so umeinander rumgegangen und es hat nicht funktioniert, ohne uns zu berühren, und deswegen hat der Mann dann einfach seinen Hund abgemacht von der Leine. Wisst ihr, so ein Risiko ist der eingegangen, weil, ich weiß nicht, so, der Hund kann ja weglaufen, so, aber der hat zum Glück sehr gut gehört und ja. Und wisst ihr, was mir gerade wieder aufgefallen ist? Eventuell trage ich... wieder eine Hose, die zwischen den Beinen ein großes Loch hat. Ich muss diese Hose mal entsorgen, aber irgendwie mag ich die so gerne. Ich habe mir, by the way, ein paar neue Sonnenbrillen geholt. Wollte ich euch mal zeigen. Also einmal die hier, die fand ich ganz geil. Irgendwie so für Fotos. Ich weiß nicht, es war früher mal mega in, als ich jünger war. Ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ich mag es. Ich mag den Vibe. Einmal die hier. Die
feiere ich irgendwie auch mega. Ich finde die Form richtig cool. Weil ich habe irgendwie nur noch eine, die ich richtig gerne mag. Und das ist eine Sonnenbrille mit Sehstärke. Das ist aus meiner eigenen Kollektion damals. Und deswegen wollte ich mal so coole ohne Sehstärke haben, die man einfach so zum Autofahren und so, wenn man Kontaktlinsen hat, drüber ziehen kann. Die finde ich auch richtig cool. Ich wollte so eine bisschen größere Badass-Brille haben. Da muss ich aber sagen, ich mag nicht, wie das sich hier klappt. Then this one. Und die hier sieht eigentlich fast genauso aus wie meine Kollektion. Warte mal. Das ist schon krass, wie ähnlich die sich sehen. Ja, das ist meine und das ist die, die ich mir jetzt hier geholt habe. Also, ja, die gab es eigentlich in verspiegelten Design. Ich glaube, die gibt es nur noch in Silber, mit so einem Silberrahmen mit blauer Verspiegelung. Also, die hier. Dann die hier. Wobei ich da im Internet nicht gesehen habe, dass es unten lila ist. Finde ich halt nicht so schön. Ich glaube, ich habe mir die auch eigentlich in Schwarz geholt. Aber jetzt habe ich sie in Braun mit Lila. Vielleicht gebe ich die meiner Mutter. Weil in Schwarz hätte ich die richtig geil gefunden. So eine richtig badass große Brille. Aber so... I'm not sure. Aber ich kann mir vorstellen, dass das fürs Autofahren auch gut ist, wenn man hier so geblendet wird oben und unten kann man dann aber alles noch so perfekt sehen. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine gute Autofahrt damit ist. Eis gegönnt. Achso. Marceli macht sich hier gerade Brötchen. Mach auf, Leute, ich frage mich gerade so, wo ist meine Motivation hingegangen? Ich mache mir jetzt hier gerade nochmal Müsli. Hier, klar, ist grad, also hier ist gerade dreckig, weil Marceli sich ein Brötchen geschnitten hat, wie man an dem Brotmesser sieht. Ja, ich bin irgendwie gerade dort gestrandet, weil ich das TikTok, ich habe die ganze Zeit eure Kommentare beantwortet und so. Auf Instagram das Video. Und es wird immer dunkler, wie ihr auch in der Sonne seht. Und ich habe das immer noch nicht ausgepackt. Eine Scheibe mindestens werde ich nachher noch machen. Ich werde jetzt erstmal kurz diesen Joghurt essen. Ich tippe hier so stichfest. Das ist irgendwie immer voll lecker. Ist das stichfest? Doch, ja, stichfest. Mit Haferflocken. Ich mag das so ganz gerne als Snack. Habe gerade auch noch ein Eis gegessen. So, Leute, ich stehe draußen auf unserer Terrasse. Ich habe gerade schon dort die ganzen Fenster geputzt. Und hier habe ich jetzt auch von außen geputzt. Da muss ich jetzt von innen. Und Marcells mache ich morgen. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Von der anderen Seite habe ich auch nur auf der großen Terrasse die Fenster geputzt. Der Rest kommt auch morgen. Aber es geht mit diesem Ding so unnormal geil gut. Gerade für uns gekocht. Vegane Nuggets, Backschafskäse und Reis mit Knoblauch, Tomaten und ein bisschen Gewürzen. Schmeckt's? Very good. Unsere ganzen Vorräte auf einen Schlag verballert. Hör mal. Nee, das stimmt nicht. Wir haben nochmal Reis und na gut, die anderen Sachen. Doch, das haben wir auch nochmal, diesen Käse. Und dann dazu nehme ich jetzt die Nahrungsergänzungsmittel. So, ich schmink mich jetzt kurz ab, beziehungsweise mache meine Kontaktlinsen erstmal raus. Ich glaube, ich schmink mich jetzt ein bisschen später ab. Oh. Ich gucke gerade noch meine Serie weiter. Es hat sich echt gut angefühlt, heute zu putzen und so. Und ich finde auch gut, dass alle Leute jetzt die Lage ein bisschen ernster nehmen. Die ist allerzeit gewesen immer. Wir haben gerade so lecker gegessen, Leute. Diese veganen Nuggets, die waren wirklich... Boah, ist die Brille dreckig. Die waren wirklich der Shit. Und ich glaube, ich muss eigentlich heute Abend noch meine Haare waschen. Vielleicht mache ich das gleich mal. Aber ich muss morgen früh, glaube ich. Ich glaube, dann lasse ich über Nacht Öl in meinen Haaren einwirken. Das ist ein Tipp von mir. Wenn ihr nicht unbedingt irgendwie sofort rausgehen müsst oder so. Ich muss morgen nur ein paar Fotos machen für eine Kampagne. Aber ja, dann wasche ich mir morgen früh die Haare. Ich versuche die immer nur so einmal die Woche zu waschen, aber ich kriege bald meine Tage, da muss ich die immer ein bisschen öfter waschen. Aber hier später noch Öl in die Haare, Kokosöl oder auch die Kur von Pomelo könnte man theoretisch auch nehmen. Ich mache mir jetzt hier noch Granatapfelkerne. Ich habe mir so gefrorene geholt. Die soll man irgendwie einfach nur 30 Minuten auftauen lassen. Delicious. Ich bin immer viel zu faul, die zu polen. Guten Morgen. Ich habe ja gestern noch Kokosöl in die Haare gemacht und habe das einwirken lassen. Jetzt habe ich mein Haar frisch gewaschen. Das fühlt sich sehr gut an. Bin wunderschön. Ich presse uns jetzt einen Grapefruit-Zitronen-Orangensaft. Wir müssen echt bald wieder einkaufen gehen. Viel ist schon weg. Ist echt so krass, wie viel man eigentlich isst irgendwie, ne? Wenn man, ja, keine Ahnung. Da hinten habe ich gerade Brötchen gemacht und ja, ich war auch schon mit Schubi draußen. Let's go! Leute, Natural Hair Goals. Was ist das aber? Anstatt noch mit Brille, so fühle ich mich auf jeden Fall confident AF. Aber ja, Hagrid is alive, würde ich sagen.
So krass, ich will jetzt so keine Insta-Story gerade machen, aber auf YouTube präsentiere ich mich so. Ja, Alter, wie kann man so viele Haare haben, könnte ich mir mal sagen. Aber ein weiteres Zeichen, dass meine Haare gerade wachsen wieder, weil vor einiger Zeit sah das noch ganz anders aus. Ja, und jetzt will ich einer nochmal sagen, er liebt meine Locken. Also ich muss sagen, wenn ich sie jetzt nicht gekämmt hätte und geföhnt hätte, dann würden die ja natürlich ein bisschen besser aussehen. Aber ich hasse es einfach, ungekämmte Haare zu haben. Und wir wollen jetzt in den Tiergarten gehen. Also nicht in den Tiergarten, wo man streichelt so ist oder so, sondern das ist hier so ein Park. Und da trifft man ja nicht auf Leute. Nicht so wirklich auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, aber ich glaube, Schule braucht ein bisschen Auslauf. Junge. Okay, ich erzähl's euch gleich, wenn ich ein bisschen normal aussehe. Ich habe hier wieder meine Sonnenbrille mit Seestärke an, habe meine Haare jetzt einfach in so einen Knödel gemacht, schimmernd auf, because it's windy. Und jetzt gehen wir mit Schubi spazieren, sofern es noch erlaubt ist. Eigentlich sollten ja Parks auch geschlossen werden, glaube ich, oder? Wir gucken einfach. Spielplätze auf jeden Fall, wir gucken mal. Und ja, ich habe natürlich auch Desinfection dabei, man weiß nicht, ich glaube, ich desinfiziere kurz mal mein Lenkrad vom Auto. Genau. So, angeschnallt. Die Leute darauf reagieren und dass sie dann trotzdem sich dahin. Ich wollte noch eine Sache sagen und zwar ist es einfach so ein krasses Privileg. Also übrigens hier laufen auch ganz normal Leute lang. Ich glaube, Parks werden ja nicht geschlossen. Das macht ja auch irgendwie keinen Sinn. So hier triffst du ja nicht unbedingt Menschenmassen so. Aber. Wir sind so privilegiert, weil wir einfach dieses Leben so führen können, wie wir wollen. Also ich meine, ich kann immer noch Geld verdienen, auch wenn total viele Kampagnen verschoben und abgesagt werden. Und ich muss sagen, ich habe auch ein paar Kampagnen abgesagt, weil ich einfach fand, dass das jetzt komplett unauthentisch wäre, Produkte zu bewerben, die irgendwie gerade keinen Sinn machen. So, es geht einfach gerade um was anderes als um, keine Ahnung. Also ich versuche auch abzuwägen, ob die Sachen passen oder nicht. Aber wie gesagt, auch viele Brands verschieben oder sagen die Koops auch von sich aus ab. Richtig viele Reisen und sowas weiß ich, was ich ja eh eigentlich selten wahrnehme. Ich bin einfach so dankbar, in der Situation zu sein, dass ich einen Balkon habe, auf den ich mich setzen kann, theoretisch. Wir haben einfach zwei Autos, in die wir zur Not steigen können, weil es ist ja auch theoretisch unsicherer, sogar ins Taxi zu steigen. Sogar das, obwohl das ja so die teure Variante ist. Bahn, Bus und es tut mir einfach für jeden leid, der irgendwie sich unsicher fühlt in seinem Alltag. Und selbst ich fühle mich ja teilweise ein bisschen unsicher. Das heißt ein bisschen, also ich nage da dran auch schon. Paraloops kommt manchmal zum Vorschein, aber wie gesagt, ich habe eigentlich alle Möglichkeiten und ich danke euch so sehr dafür, dass ihr mir das ermöglicht, auch wenn meine Einnahmen auch komplett einbrechen. Also YouTube, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die bezahlen uns jetzt auch anders zurzeit, weil eben viele Firmen nicht mehr die Ressourcen anbieten und nicht mehr die Werbung schalten, weil die sagen, ey, zurzeit kauft eh gerade, mein Schlüssel, zurzeit kauft eh gerade kaum einer irgendwelche Sachen. Aber immerhin können wir von zu Hause arbeiten. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie komplett wegkracht, aber das wird schon. Also danke, dass ich mir so eine tolle Wohnung leisten kann mit einem Balkon und einem Auto. Und ich liebe euch und ich hoffe, euch geht's gut. Jetzt zu Hause angekommen. Ich werde jetzt dieses Video schneiden, damit ihr es heute direkt habt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr so Handyvlogs cool findet. Soll ich lieber wieder mit der Kamera vloggen? Sagt mir gerne mal Bescheid, wenn dann GSMX mit der ich sonst mal Vlogger hat. Jetzt halt Marcel, weil er auch sehr viele Vlogs macht. Deswegen werde ich dann wahrscheinlich die Sony-Kamera nehmen, die andere, die mit der ich ganz, ganz früher immer gevloggt habe. Aber ihr könnt mir ja Bescheid sagen. Ja, ich hoffe, ihr bleibt alle am Start. Euch geht's gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.